zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zum neuen Video. Heute werden ihr Lemmy und mich auf die Salgueriet begleiten, wo wir zwei prüfige Green Jump mit Stilwertung werden reiten. Ich habe Lemmy heute Morgen schon seine Füße habe ich gewaschen und den Schweif ein bisschen, weil es ist ja stilwertig, von dem her sollte es schön aussehen. Dann habe ich ihn schon geputzt und jetzt ist 4:10 Uhr und ich bin auf dem Weg die Linie zu holen. Die Prüfung fährt um 2 Jahre und für die Zoggeriet haben wir etwa 3-4 Stunden. Wir werden jetzt den Lemmy noch einflechten. Dann werden wir auch noch zu Mittag essen bei uns daheim, bevor wir losfahren. Und dann geht es dann schon los. Und dann eben reite ich zum ersten Mal mit Stilwertung, weil an den meisten Orten ist das nicht ausgeschrieben. Also es ist eigentlich ein normales Green Jump mit Idealzeit. Es gibt normale Klassierung nach Abweichung von Zeit und Fehlerpunkt. Und zusätzlich wird einfach noch ein Preis vergeben am besten von der Stimme, also der, der die beste Stimmnote hat. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich einen wunderschönen Stil habe, aber ich gebe mir Mühe, du lässt mich schon waschen, Zöpfe also, und dann vielleicht längs, aber wahrscheinlich nicht, weil es hat meistens Leute, die viel den schönen Stil haben und schöne Zöpfe und so. Aber ich habe mir auch Mühe gegeben und ich werde dann auch das Blatt abholen und dann auch nachlesen, was das ich nicht gut finde oder wo das ich mich noch verbessern könnte. Ich wünsche euch jetzt viel Spass mit diesem Video. Und jetzt seht ihr hier auch schon den ersten Umgang. Ich bin vor der Jury gemeldet. Dann habe ich ihm alles noch ein bisschen gezeigt. Weil es ist relativ lang gegangen, bis sie dann angerufen haben. Hier haben wir so Holzbrücken. Hinter dem gelben Sprung seht ihr es vielleicht ein bisschen. Als ich zeigen wollte, das hatte er so noch nie gehabt. Dann bin ich hier den Baumstamm noch ein bisschen zeigen. Also ich zeige ihm die Sprünge nicht frontal zeigen, sondern ich reite einfach nebendurch. Dann hat er auch schon Glüte, ich habe ihn zurückgerichtet und bin dann angaloppiert. Ich habe probiert, ihn sofort schön vorzureiten, dass wir ein gutes Grundtempo haben. Und habe dann auf linke Hang für eine grosse Wendung zum Eis her angefangen. Das Eis hat er schön im Fluss genommen. Dann weiter zu zweiten Baumstamm hat er auch schön mitgenommen. Bin ich hier hinter dem roten Sprung durch. Aber schon eher reingekommen hier aufs 3, hat er mir kurz ein bisschen drunter gelaufen und ein bisschen bremsen. Aber es war gar nicht schlimm gewesen. Dann weiter aufs 4, ist er sich kurz nicht ganz sicher gewesen, ob er drüber möchte. Aber ist dann gleich schön abgesprungen. Er ist hier auf linke Hang weitergegangen auf den grünen Ochsen, wo er wieder sehr fest drunter gelaufen ist. Dann hier ist eine lange Rechtswendung gekommen. Auf Beide haben wir schön ohne zu zögern genommen. Mein Beide hatten wir ja lange Mühe. Dann war dort hinten ohne Baumstamm, geradeaus weiter. Dann ist es hier umgegangen. Auf den Steil hat er auch schön genommen. Er war wirklich schön im Fluss. Dann bin ich hier innen dran durch, für einen hier auf den Roten Ochser. Er hat auch einen ganz schönen Sprung gemacht. Dann ist hier das erste von diesen Brücken. Ich habe kurz geschaut, aber ist schön gesprungen. Dann ist hinten dort der Rufalex-Laden gekommen, wo er schon von weitem geschaut hat. Und auch, also ich will ihn nicht schauen, aber rechts steht halt eine Frau, die die Büschel immer draufgestellt hat. Und die hat dort vor dem Sprung auch noch so Geräusche gemacht. Und dann hat er halt gebremst, aber im zweiten Mal ist er dann schön drüber. Dann dort hinten, man sieht es jetzt nicht, aber genau, als ich anreite, geht das hintere
Büschli um und Lemmy ist irgendwie verklüpft und nicht rausgekommen und hat nochmal gewartet, aber dann, das zweite Mal hat es dann schön genommen. Dann hat es um ein bisschen Zeit gut machen. Nach 3 Jahren bin ich hier noch innen drin. Und er hat den letzten auch noch einigermaßen genommen. Also ja, bis zu diesem Rufalex-Laden, also bei Sprung Nummer 11, war ja die Runde sehr, sehr gut gewesen und er hat wirklich alles schön im Fluss genommen. Und ja, Revue kann halt passieren. Es war jetzt beide Mal halt so ein bisschen äusser Einfluss gewesen. Es hat auch ziemlich gestürmt, man sieht es ein bisschen auf dem Video. Die Büschli sind immer wieder umgekehrt und die Leute haben dann, sie sich aufstellen. Und es hat hier genauso nichts passieren können. Vielleicht hat er gleich gewartet. Wir wissen es nicht. Dann sehen wir hier schon den zweiten Umgang. Ich habe, also wir haben gemeint, dass es ein bisschen länger geht, ein bisschen wenig Zeit hatte, um einspringen. Ich habe nur 2 Sprünge genommen und musste dann schon fast rein. Aber beim Levi macht das eigentlich meistens nicht so viel aus und deswegen kann ich mich da nicht beirren. Wir durften wieder sicher von der Angel fertig sein, dafür haben sie eben relativ lang noch im Bargoloma reiten. Ich habe ihm ein paar Sprünge gezeigt, habe ihn auch zurückgerichtet und bin angaloppiert. Und habe er hier auf rechten Hang auf Sprung Nummer 1 angefangen. Habe probiert schön vorwärts zu haben, das Fall wieder probiert zu bremsen, dass ich etwas machen kann. Mit Sprung Nummer 1 ist schön genommen. Erst 2 ist dort, wo er vorher ein Revier hatte, auf der anderen Seite. Ist er das mal ganz schön drüber. Dann ist es weitergegangen auf linken Hang auf der Auflage, wo er das Revier hatte. Ist der Laden das mal der Angweg gewesen, da ist ein anderes Bild drauf und da hat er ihn auch schön genommen. Hier ist er kurz, hat er kurz ein bisschen gezögert, aber ist dann gleich schön drüber. Dann ist es auf rechten Hang weitergegangen über den roten Ochser, hat er wieder kurz ein bisschen bremsen, aber überhaupt nicht schlimm. Durch das habe ich dann gedacht, gehe ich dort innen durch. Und dann hier den Baumstamm hat er wieder schön genommen. Da bin ich dann die Ideallinie gegangen, aussen durch. Auf diesem Steil ist er kurz ein zögerlich geworden, aber es war gleich alles gut gewesen. Weiter auf dem Baumstamm hat wieder schön genommen. Hier bin ich aussen durchgegangen. Dann auf dem gelben Ochser ist er wieder drunter gelaufen. Geradeaus weiter auf den Bürstensprung. Wie dann zögert er irgendwie immer ein bisschen. Also da ist sich nie ganz, ganz sicher, ob er denen soll trauen. Wir sind auf eine lange Wendung auf den grünen Ochser gegangen. Dann wieder eher besser genommen als jetzt die letzten paar Sprünge. Dann ist sie auf eine sehr lange Wendung aufs Umgang. Dann ist sie dort links so gefahren und ich weiß nicht, dann haben sie gemeint, das ist schon fertig. Und dann plötzlich ja, ist sie wiedergekommen und die Stange ist gefallen. Gleich, ich bin noch weitergeritten zum letzten Sprung. Hat mir schön genommen. Und im Ziel haben wir dann 4 Punkte aus dem Parkour gehabt. Und 4 Punkte für Zeitunterschreitung, also wir waren 4 Sekunden zu schnell gewesen. Und mit diesem Resultat, also ja, es ist eigentlich für Idealzeit nicht so gut, 8 Punkte, aber in Zoggeriet dort waren sie sehr, sehr wirklich weit entfernt von der Zeit. Und durch das sind wir mit diesen 8 Punkten trotzdem immer noch auf dem 3. Rang kassiert worden, was mich natürlich nach der kleinen Enttäuschung vom ersten Umgang sehr gefreut hat. Im 3. Rang auf dem Podest mit 8 Strafpunkten, Startnummer 11, Lemming CH, Tamara Faber.
So, wir sind jetzt schon wieder zurück vom Golfkurs. Und ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden, weil er im zweiten erst so schön gelaufen ist. Aber klar, der erste Umgang ist etwas ärgerlich mit den zwei Revue. Aber ja, eigentlich, ich zeige euch jetzt noch kurz, was ich dann immer zur Regenerierung mache. Ich lege nämlich immer ein Magnetfelddeckel drauf. Und neu habe ich jetzt auch Magnetfeld-Stahlgamaschen plus noch Magnetfeld-Glocken. Und Deche tue ich jetzt eine Stunde drauf ungefähr. Und bei den Gamaschen und der Glocke bin ich normal gewesen und tue jetzt fange so 5 Minuten und dann dagegen steigern. So sieht das Ganze aus. Also man sieht hier, vor allem bei der Deche sieht man sehr gut, hier eingearbeitet die kleinen Magnetchen, die das Magnetfeld erzeugen. Und bei den Gamaschen sieht man es von außen leider nicht so gut. Aber das ist, also bei den Gamaschen vor allem ist es für die Zähne. Und dann die Glocken sind für die tiefe Beugesehne. Und der Deche hilft dabei, dass die Muskeln sich wieder regenerieren können, weil das Durchblutung anregen und durch das regenerieren dann die Muskeln schneller. Und die Stahlgamaschen lege ich zuerst vorne an, dann hinten. Und hier ist Marina. Komm. Unsere kleine Patientin hat hier die vordere Sehne entzündet. Man sieht es ein bisschen, es ist schon geschwollen. Und ihr lege ich dann die Stahlgamaschen auch noch an, weil das soll ja bei Sehnenschäden sehr gut helfen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder zu. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.